Jo, richtig geil, Digga. Eine Runde Scribble. Let's go. Und wir haben keinen Sound. Party hart. Ich feg euch alle. Oh, Controller sollte ich vielleicht aus der Hand legen? Da ist doch der Sound. Was ist denn los? Das ist ein Kreis. Ups, was habe ich da wieder geschrieben? Ah, ja. Er ändert die Farbe wieder nicht, Mann. Die fuck in der Watching. Easy peasy. Na, Tipps? Ja, nein. Never mind. Ach, ich krieg wieder die wenigsten Punkte dann. Nein. Nein, nein. Ja, das ist halt. Oh mein Gott, das sind zwei richtig geile Sachen. Wir gehen dafür für den. Wir machen hier keine Not-Safe-Work-Folge draus. Ah, da muss ich kurz gucken, wie das Ding am besten aussieht. Schlechte Zeichnung bis jetzt. Ja, wir malen das richtig geil. Ja, hier ist braun. Okay. Hätte sein können, Digga. Hätte sein können. Digga. So. Mann! Ist das richtig? Hallo! Achso, das ist richtig sinnvoll. Oh! Was ist denn da? Eine Safe, not safe for work, oder? Ja, nee, das andere. Das andere Wort war Eichel. Deswegen dachte ich mir so, nehmen wir mal doch das Katapult und machen daraus keine Not Safe for Work Folge. Weil es halt eh schon gemacht. Warum? Weil der Bursche reingeschrieben habt. Ich nicht. Ich auch nicht. Mal wieder eine komplette Missgeburt. Was ist das, Dicker? Das ist eine solide Kuh, Alter. Das ist jetzt sowas von mir. Okay, das wird das wirklich so geschrieben, Alter? Sieht halt richtig falsch aus. Und ganz ehrlich, warum hat diese Kuh in Anführungszeichen so ein abgefucktes Gesicht, Mann? Digga, es hatte keine Augen, keine Ohren. Was war das für eine Ja, ich. Nase? Ja, das muss halt nicht sein, weißt du? Was war das für eine Nase, Digga? Ah, komm. Gott, Digga, das ist richtig schlecht gezeichnet. Ich weiß nicht mal, wie die Scheiße Ja. heißt, Mann. Ich glaube, das hat weniger Wendungen. Ja, ich wollte auch erst Kristall schreiben, aber ich habe es dann nicht abgeschickt. Das heißt, passt doch nicht. Ja, stopp, stopp, stopp. Jetzt erstmal raus, wie dieses scheiß Wort heißt, man. Erstmal eigentlich das. Was ist denn? Wie soll man das malen? Ganz ehrlich, einfach machen. Ich mach das jetzt, aber ich habe keine Ahnung, was es ist, Digga. Ja, guck mal Discord rein, Alter. Das ist da. Hat's Google als gute Vorlage genommen. Ach du Scheiße, Digga. Digga, das ist. Ich denke, ich finde Steam-Update runter. Das werdet ihr halt nie im Leben erraten. Das könnt ihr einfach nicht erraten. Warum hast du es dann ausgewählt? Weil ich nicht. Weil ich mir dachte, so, jo, gehen wir dafür. Ich kann auch gerne noch das Logo hinmalen. Ja, da gibt es ein Logo. Ja, jetzt hier nicht verwirren, bitte. Ja, nicht verwirrt werden. Nicht verwirren. Ja, komm. Psch. Pack ein. Wir machen das so. Wir machen das so. Ein. Stift. Das ist das Größte. Zwar hat die Kuh. Hätte ich noch einen Ring machen sollen. Egal, wir lassen das so. Hat natürlich hier einen Außenring. Sieht anders aus wie so ein Xbox-Logo. Ja, deswegen meinte ich, lasst euch nicht verwirren. Warte, cool. Ist das ein Laugenbrötchen, oder? Sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus, ne?
Also ich gebe euch meinen Tipp, dass hier auf jeden Fall Drucker / Kopierer. Ja. Hilft halt richtig weiter auf jeden Fall. Genau. Warten wir jetzt, bis die Zeit abläuft. Mhm. Habt ihr dann da Buchstaben? Ah, ich sehe schon, ihr habt auf jeden Fall ein X. Ja. Und ein E. Total gerade für Null unterwegs. Ja, auch gehört. Ja. Autistenkind draußen. Die Zeit hätte auch wieder echt schnell ablaufen können. Ja. Aber du hast doch die Zeit maximal eingestellt. Ja, aber normalerweise ist es ja auch so, dass man was da redet. Digga, sagt mir nichts. Ja, Digga. Ist halt wirklich so. Samuel, aber ich dachte mir so, let's go for it. Ah, okay. Clever, clever. Ist halt eine Firma, die anscheinend Drucker und Kopierer macht. Too fucking easy. Ist ja kacke, weil man wieder mit den Farben nicht so gut arbeiten kann. Ah, der trifft es halt schon ziemlich gut. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut geworden. Kein Federballschläger-Ausmaße. Hast du mal die Zeit gesehen, Alter? Ja. Vielleicht kann ich da jetzt auch so fette Details machen. Naja, die Form ist halt komplett falsch. Geht da nicht um Details, alles gut. Das ist ein echt akkurater Kreis. Der war schon sehr saftig eigentlich. Eigentlich fertig. Kann mal was dazu machen, was so in die Richtung geht. Also. Keine Ahnung, was das sein soll, Alter. Okay, ich hab. Was soll das Gelbe da sein? Ja. Ich hab keine Ahnung. Eine Schranke vielleicht oder so. Mal sowas? Irgendwie sowas, oder? Es geht um das Graue hier. Ja, ja. Schon klar. Soll ich einen Tipp geben? Obwohl, ja doch, gib mal einen Tipp. Denkt an DayZ. Digga. Das kann es auch nicht sein. Aber irgendwie sowas habe ich jetzt. DayZ, Digga. Da gibt es einen englischen Begriff dafür, ich brauche den deutschen. Es ist bei auch bei Arma 3 auch so. Gibt es auch bei Arma 3, weil ich habe DayZ halt nicht gespielt. Doch, eigentlich schon, ja. Ah. Ah, okay. Fast richtig, aber... Easy, Digga, easy. Ja. Okay. Gar kein Problem, Chris. Ja. Ah, ja, Silas, das ist keine Schranke, du Schlingel. Alter. Ich war einfach Five Fat, aber dann war ich nicht zu Five Fat. Ganz ehrlich, Silas, du malst einen grauen Ring und sagst, yo, bin fertig. Und dann kommst du auf den letzten Drück auf die Idee. Was ist denn sonst? Ja, warte kurz. Schon ein bisschen Klebeband oder so sein könnte. Ganz ehrlich, du malst halt einen grauen Ring und sagst dann so, yo, fertig. Und dann malst du auf den letzten Drücker, wie gesagt, noch da so ein abstehendes Ding ran, sodass man da nicht drauf kommt, sodass man erst am Ende so überhaupt eine Idee hat. Ja, aber ich hab ja noch einen Panzer gemalt und ein Band. Du, Digga, ich dachte erstmal, das wäre eine Schranke. Pass mal auf, Kollege. Deswegen habe ich auch Panzersperre geschrieben. So, Kollege, pass mal auf. So ein Shit oder so. Ja! Das war richtig geschrieben. Nice. Ja. Digga, wie kann ich eigentlich so massiv viel mehr Punkte haben als ihr? Ist ja nicht mehr legit, Leute. Was mache ich denn hier mit euch? Ich wreck euch ja komplett. Hm. Ah, verdammt. Silas. Ja, nein. Digga, ich wollte das Smiley eingeben. Ja, nee, die Zeiten sind vorbei. Digga, der sieht halt richtig gut aus, Marcel, muss ich dir sagen. Der sieht halt richtig gut Digga. Aus. Der hat übelst der Rick and Morty. Okay, komm. Danke, Mann, danke. Den Wort kriegen wir. Schlechte Zeichnung.
Ach, ja, was ist das? Kommt noch, kommt. Low Poly Master Yi? Hä? Was ist das? Was ist das da links? Was ist das da links, Alter? Er setzt alles in einen grauen Hintergrund. So ein Ding ist das. Was? Du hast auch schon beide geschrieben. Ja. Das war die Kuh. Weil eigentlich bringt mir das jetzt auch nicht viel. Digga, der alte Typ hat nicht mal Arme, Alter. Ja. Der arme Typ. Der war im Krieg, Marcel. Das ist ein Kriegsveteran. Lass den mal. Ich glaube, der feiert das auch nicht. Hat der auch irgendwie Hufen oder was ist das da? Mal soll weiß sein. Okay. Du hast dich einfach wieder weiß gemacht. Achso, das meinst du? Okay, never mind. Ich weiß halt absolut nicht, was das da links sein soll. Schwarze und rote Punkte. Das ist wieder sowas wie, wo Keanu damals die Salami gemalt hat. Nee. Junge, das war halt anders schwer. Das war halt komplett schwer. Ja, ich hab auch null Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Was sind es denn dafür? Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott, Silas! Ist halt ein bisschen, ja, so, weißt du? Das da links ist halt mies fragwürdig, aber. Die Kelle, Mann. Warte, das heißt, es ist ein Ort oder was? Also ja. Doch, ich war einmal kurz drin, aber. Deine Luft bekommen, wa? Safe dein Wort, was man nicht kennt. Doch. Aber wir haben dann Alkohol aufguss gemacht und das war nicht clever. Wir talk scheiße Zeichnung. Digga, wie willst du sonst das auch nochmal? Ja, Alter, richtig, so einen richtigen Holzkasten mit Bench und so. Ja, mal eine Bank, auf die die Leute sitzen, ja. Und dann noch so ein Ding. Kann ich machen, ist gar kein Problem. Wenn ich nächstes Mal Sauna hab, dann weißt du, was es dann ist. Ah, warte mal, das war nicht so smart, das in diesem Grauton zu machen. Nimm einen anderen Grauton. Ich meine, da ist ein Typ mit einem Handtuch, die schwitzen und so ein Aufguss. Ja, man kennt's halt. So eine Vagina hier. Eine Vag. Krass, die Blaus, Mann. Bin triggered. Ja, jetzt ist nichts Neues mehr, du. Ja, Marcel, willst du es wieder erraten? Ich hab keinen Plan. Was ist denn hier los, Alter? Ja, Digga, was soll das sein? Keine Ahnung. Ja, ein bisschen nachdenken, Kollege. Jetzt ist wieder mal. Aus wie, keine Ahnung. Ja, hier, James, den Tag hatten wir doch schon 20 Mal. Ja, auf einmal rät das denn, weißt du? Ja. Ich hab keine Ahnung. So, das ist es ja. Keine Ahnung, was das ist. Passt, Alter. Ah, warte mal. Nein. Wolltest du das sogar ausfüllen? Ah. Das ist dann. Zack, zack. Digga, man sieht halt so gar nichts, weil es halt keine Konturen gibt. Hier sind die Konturen, Marcel. Warte, die nochmal rasch hin. Ich bring diese Konturen hier irgendwas. Diese Perspektiven sind halt immer scheiße. Ich weiß. Digga, das hatten wir das schon mal, das Wort? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass wir schon mal hatten. Ich wollte die Sauna halt so von vorne malen, aber kann man halt wieder nicht. Das sah halt mehr aus wie unten so ein Land. Na gut, jetzt kommt halt auch mal wieder eine legendäre Zeichnung auf jeden Fall. Jetzt bin ich halt mal sehr gespannt. Das Ganze hat sich hier wieder ein bisschen größer. Ist ja klar. Deswegen ist das jetzt halt wieder diese absolute Verwirrungstaktik hier, die ich von euch gelernt habe. Das heißt, wir warten jetzt nochmal. Das ist von oben, by the way. 20. Das ist von oben? Trotzdem von oben, ja. Okay. Bis irgendwie das kommt, was das geht oder was? Er hat es wahrscheinlich schon gemalt, aber er muss da noch ein Ding ins draufpacken wahrscheinlich. Ich habe es tatsächlich noch nicht gemalt. Hast du ja genug Zeit, hast du ja maximale Zeit eingestellt. Mhm. Das Ding ist ja, selbst wenn du jetzt ungefähr die Perspektive weißt, weil du einen so einen Referenzpunkt hast, dann musst du halt immer noch das Scaling so wissen. So, wie groß ist das da drauf? Das ist halt richtig klein. Okay, so. Ja. Ich glaube, besser als die Farbe geht's gar nicht. Muss man nicht wissen. Ist auch nicht besser.
vielleicht ein echt ein anderes Wort aussuchen sollte. Yes! Kein Problem, Marcel. Too easy. Ja, scheiße, wie man wieder nicht ist, oder? Ja, Silas. Anders geschrieben, du. Ja, was für anders geschrieben? Ja. Genau. So. Ist halt nein, ja. Ohne EN, Digga. Einfach ohne EN. Ja, ist halt wirklich so. Flammenkuchen. Warum sagen wir das? Warum sag ich das? Ich esse so eine Scheiße nicht, deswegen weiß ich auch nicht, wie es geschmeckt ist. Ja, es schmeckt halt anders tasty. Das ist schon okay, aber nicht immer so. Schon. Das braucht schon Puder bei mir, nachdem ich das mal gegessen habe. Ja. Ja. Was sind das für legendären schlechten Wörter? Was also, man ihn kennt. Blausatz, ne? Jetzt komme ich drauf direkt. Da fuck ist das wieder. Keine Romanz, das war vielleicht doch nicht das, was ich dachte. Digga, die Sicht ist doch schon wieder. So. Kennt man das? So. Ah ja. Ja. Kennt's halt aber. Man weiß nicht, wie es heißt. Hä? Es ist weiß doch... halt, wie es heißt, aber. Was ist halt so. Ja, so. Irgendwas halt so. Ja. Hä? Ja. Ah. Ich könnte jetzt was sagen, aber. Ja. Ist das jetzt so ein besonderer Name oder so? Nein. Nee. Marcel. Lies es nochmal genauer. Was steht da? Also, ich hab halt. Hier. Ist halt ein Typ. Ja. Ja. Es ist einer. Ja, aber. Ja auch nicht weiter. Marcel, es ist ein Schlumpf. Hä, das passt doch. Ja, ich hab doch Schlumpf. Achso, und ich hab. Ah, ich hab einfach Durst. Nee, Durst. Ich hab Schlumpf geschrieben. Und dann hast du Schlümpfe geschrieben und ich hab auch Schlümpfe geschrieben. Und dann hab ich halt einfach das halt repariert. Das Digga. Hat mich halt gejuckt, dieses M da, weil ich dachte, du hast es halt schon geschrieben. Nein! Deswegen. Deswegen meinte ich halt Wort so. Halt auch viel länger aus als Schlumpf. Lies es nochmal, Digga. Lies es nochmal, hab ich dann ja gesagt. Ah, welche Farbe nehmen wir denn da überhaupt? Lies das nochmal, das hilft auch und so weiter. Ah. Ganz ehrlich, Alter. Wir gehen einfach für Casual Schwarz. So. Denn, wir brauchen dann natürlich noch eine Vorlage. Schlechte Zeichen. Ja, ja, komm. Mhm. Jetzt hört man nicht. Da, so, da bin ich. Weil der Chris hat ja auch keine Augen. Was ist denn so, ich denke? Also, wir haben so die Mr. Krabs Augen. Toll. Das wusste ich nicht. Ich das ausgerüstet habe. Immer wieder absolut. Gut geschrieben. Was ist das hier? Knoblauch? Lass dir mal so einen Bart wachsen, was? Hast du dir doch so ein Bart wachsen? Ja, würde ich, wenn er so mega lang wären, oder? Digga, das ist das schon wieder. Ist doch schon wieder. The fuck, nevermind. Ist doch schon wieder hier. Irgendwie sowas oder so. Ah, das ist ehrlich. Das passt ja gar nicht. Ist halt wirklich einfach nur das, ja. Ja, okay, ja doch. Kommt her, ja. Makes you? Also ich werde jetzt auch keine Tipps geben. Ey, ganz ehrlich. Ich habe auch keinen Tipp gegeben, Silas. Ja, betrachte einfach das Ganze. Pfeilfeld, Alter. Wie Knoblauch Spanien, Mexiko. Ah, alles klar. Knoblauch. Hey, jetzt mal, wir talken, das sah einfach aus wie Knoblauch. Ja, das stimmt. Das, okay, das ist jetzt hier ganz einfach. Ich fand es halt richtig geil, dass halt Südamerika halt so richtig anders geht. Du musst noch Ofenheizung legen. Weiß ich doch nicht, Mann. Da ist irgendwie ein Kasten mit Wellen drin. Hier. Ist jetzt nochmal Verwirrungstaktik. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Da könnte schon. Ist eigentlich schon eine solide Zeichnung, würde ich persönlich sagen. Sollen wir das hier noch ein bisschen deutlicher machen, dass das hier nicht so connected? Jetzt nicht so focused halt auf Destination United sein. Ja.
Man sieht, das ist doch echt ein Wortmuster. Hm. Ja, wenn man halt wieder auf das Selbst-United-Fokus ist. Also, auf das, was dahinter steckt. Hm. Was ist das? Ja, komm, pack ein, Alter. Komm, pack ein, was ist das? Ich hab's. Fuck, doch. Ah, warte. Ich bin die Vorlage. Das muss es sein. Ah! Ja, das ist halt das. Schade. Vielleicht ist es jetzt doch eher das hier. Oder auch, vielleicht ist es auch das hier. Wenn's ich glaub, jetzt hab ich's wirklich. Ja. Hier. Nein, ich war gerade am Trinken. Und dann sehe ich das. Digga, was soll das wieder sein? Soll das hier eine gute Lampe sein? Lol. Kann man, nachdem man das Wort erraten hat, nicht mehr schreiben? What the fuck hast du da gemalt, Alter? Für Maschine, Alter. Lol. Ich weiß nicht, was das überhaupt sein soll. Ja, sie lässt 200 IQ. Die scheiß Zahl. Wie bist du auf 3 gekommen? Es war bis jetzt nur ein Rad gemalt. Ja, keine Ahnung. Die Hälfte hat noch gefehlt. Ja, wie sollen da noch mehr Räder hin? Ein Zweirad oder was? Hey, das sah übelst aus wie ein Einrad. Von seitlich oben. Mit einem Lenker oder was? Keine Ahnung, Mann. Das sah ja für mich nicht aus wie ein Lenker zuerst. Mann, was? Das ist jetzt schon wieder die Kacke einfach. Nee. Achso, das darüber sagt. Ja, yes, man. Das ist doch auch wieder dumm. Ah. Das mir doch auch schon. Ja, was will man machen, wenn die anderen Sachen Polarlichter und noch irgendwas anderes war? Jo, versuch du Polarlichter. Na, eigentlich hätte ich sogar malen können. Okay, Jungs. Ganz wild, ganz, ganz wild hier. Jungs, jetzt. Das Ding ist halt, das ist halt wieder nicht zu erwarten. Morgens. Das war den ganzen Juke, Digga. Das ist halt schon eine sehr. Die Pfeile sind mal wieder anders gelungen, Alter. Also, ihr müsst jetzt hier gar keinen Sinn verstehen. Das ist halt. Das ist wieder. Ihr müsst ja keine Logic erkennen. Hä? What? Aber warum denn die Pfeile da hinten? Ja, die Pfeile zeigen einfach gerne rauf, so. Digga, die zeigen immer auf den letzten Buchstaben genau. So ja, nicht okay, dann machen wir das halt so, Alter. Als ob das jetzt. Und mach einen Kreis um das ganze Ding noch. Alles klar, Digga. Wahrscheinlich, Mann. Weil Digga, das war. Immer wirklich auf den letzten Buchstaben. Und es war halt so N, N, M, irgendwie so. Und man dachte, das wäre irgendwie halt ein Code. Alter, ja, dachte hab ich dann auch. Ich habe halt nicht verstanden, was du da geschrieben hast mit der NNN, aber jetzt verstehe ich halt auch, was du dachtest. Aber ich meinte halt so keine Logic dahinter, deswegen. Ja, und ich dachte halt so einfach Ende oder so, wie halt das Wort Ende. Ja, war vielleicht nicht so optimale Zeigerposition. Digga, ich ganz ehrlich. Please, Digga. Buchstaben for days, Alter. Was ist denn hier los? Digga, ist das dieses Bruder muss los Ding? Ah. Digga, ich weiß doch schon wieder nicht, wie es heißt, Digga. Ja, komm, pack ein. Warum hab ich denn kein IQ einfach? Was hat er für Krippelbeine, Alter? Also beide sind halt kleiner als sein Kopf, Alter, gefühlt. Digga, die Beine, Alter. Ja, so ist das. Der eine ist halt nochmal so gebrochen zwischendrin wieder so. Und der eine geht so seitlich ab. Was ist das denn?
Ja, Mann. Hatte auch die gute Leiterbahn wieder mit drin. Ja, ich hatte jetzt hier gerade den Kebab wieder. Hatte eben gerade schon wieder den Kebab mit drin, aber diesmal dachte ich mir so, nein, heute gibt's keinen Kebab. Vor allem kein Ofen. No Front. Nein, warte mal. Das ist andere schlecht geschrieben hier. Alter, man kann nicht schreiben. Lol. Nein! Okay. Digga, das Wort kam mir wieder viel länger vor, eigentlich so. Jo, der hat doch instant gefehlt. Ja, war halt doch so. Dann ist wieder so ein bisschen breit nach oben gegangen. Ja, ist das wieder so ein geiler Fahnenmast, Digga? Nein. So. Ich glaube, Chris hat da ein bisschen an die falsche Sache gedacht. Deswegen machen wir das vielleicht nochmal neu. Ich schreibe auch immer Schrimm, ne? Nicht Schirm. Bei beiden halt jetzt. Digga. Wie soll man da? Aus einer anderen Branche auf jeden Fall. Ja. Kommt sich hin. Ach so, Mann, ja. Digga, ja, okay. Ist schon akkurat so. Ich hätte schon mehr Zeit gehabt, hätte ich noch was anderes gemalt, aber dann war ich schon wieder so. Was haben wir hier? Vorlage. Das ist eine gute Farbe. Ja. Ich würde sagen, die ist gut, die hat in ihrem Leben nichts Böses getan. Ist doch ganz klar. Da weiß ich ja direkt, was das ist. Ja, aber ich sag mal, das sieht doch schon aus wie so eine Hard-to-Swallow-Pill. Ist wie so ein Lippenstift, Alter. Kidney-Bohnen. Was ist das schon wieder, Digga? Keine Ahnung, Leute. Ganz ehrlich, was sind das wieder für komische Linien da, die halt so keinen Purpose haben? Das sieht nicht gesund aus wie... The fuck, am I watching? Das macht vielleicht noch mehr Sinn. Aus wie sowas. Ja, wollte ich auch gerade sagen, jo. So und so. Jetzt hoffe ich einfach. Oh Mann, Digga, ich habe absolut das gleiche geschrieben, obwohl ich das gelesen habe. Mann, ja, Digga. Ich weiß. Ja. Ja, Mann. Digga, 200 IQ. Was ist das für eine Kacke, Alter? Ja, das sah auch aus wie so eine Hand, die erstmal repariert wurde. Lass mich doch erstmal zeichnen. Ja, warum zeichne ich eigentlich nie? Und warum habe ich nur 2600 Punkte? Was für nie? Jeder zeichnet die gleich oft. So. Ja, aber es ist jetzt schon Runde 8 von 8 und ich habe gefühlt nur 8 Mal gezeichnet. 7 Mal habe ich nur gezeichnet sogar. Oh, lol, ziemlich akkurat sogar geworden. Nichts sagen, noch nichts schreiben, nein! Nein, nein! Hör auf! Nothing, Alter. Ist das schon wieder die Kacke oder was? Mhm. Nein! Das Ding ist doch low! Digga, der gute alte Nothing, Alter, das ist halt. Nothing. Gar kein Problem. What you oder? Doing? What you doing? Nothing? So, das ist jetzt wieder. Aber was kann es sein? Das ist heute mal wieder. Das sollte mal dein Familienstammbaum mal hier machen. Digga, das ist jetzt halt aktuell, ne? Kim Yo Jong. Nee, das ist so. Das ist schon eher so das Familienkreis oder was? Nee, das ist schon eher. Schon eher, so. Ne? Digga, was? Das ist ein fucking Embryo? Nee. Das Ding ist halt, diese Zeichnung ist halt absolut wieder richtig schlecht. Sind das zwei Arschbacken und das sehr viel Dünnsches mit bei gerade? Was ist denn das, Alter? Ja. Jungs, wir machen das nochmal neu. Mann, ja, Digga. Digga, wie soll man sowas aber auch wieder malen? Wie so ein. Na, Digga, so kannst du es halt nicht malen. Also, er will mich von. Er malt irgendwas Rotes mit Bar. Oh.
Digga, wie kann man so schlecht zeichnen, Alter? Digga! Und du wunderst dich, dass du keine Punkte hast, Mann. Wir versuchen es nochmal. Was hier ist denn für mit Bindestrich, Alter? Ja, jetzt. Diesmal wird's besser. Diesmal hat's auch bessere Proportion. Vielleicht auch nicht ganz, aber. Was ist denn da für Proportion drin, Alter? Gibt noch ein paar Nasenlöcher, Jungs? Das ist halt gar nicht so schwer eigentlich. Ja, was für ein R. Ich check's halt nicht. Okay. Ja, Digga, das ist das eine homogene Masse. Also das Ding ist halt. Ja, es ist ja auch so. Es ist, so ist es ja auch. Digga, was ist das, Mann? Das ist doch. Haben wir noch ein paar Beine, Jungs? Also das Ding ist halt. Ne? Ist halt diese absolut schlechteste Zeichnung, ihr wisst. Da kann ich euch halt auch nichts vorwerfen, dass ihr das nicht erwartet. Ist das ein Baum? Ja. Digga, ist das denn daran jetzt ein Baum? Wollte ich halt auch gerade sagen, Digga, das sah halt aus wie ein grüner Zauberstab. Ich weiß nicht, ich bin gerade nicht bereit. Digga, dachte halt einfach für einen ganz kleinen Moment, also das wäre so ein asiatischer Pennywise-Abklatsch mit anstatt einem grünen, mit einem roten Ballon. Halt einen grünen Ballon. Eine hässliche Kreatur. Ja, was klettert denn so auf Bäume rum, Jungs? Ja, Digga, ein Bonobo, Alter. Das sieht aus wie ein... Ja, ein Bonobo, ne? Ein Bonobo, ja. Ja. Das Fell mit dem Helm. Ja. Ist aber kein Helm, du. Ja. Das ist echt, das hier so ein Gesicht, ne? Ja. Wobei Mutter war zu knapp, weil ich den Bindestrich nicht reinbekommen habe. Digga, was ist das gewesen, Mann? Das ist doch kein Orang-Utan. Hier, ich habe versucht, das zu zeichnen. Ich google das jetzt mal, Digga. Ja, ich schick dir das Bild, was ich versucht habe zu zeichnen. Ja, okay, schick rein. Ja, gut. Digga, what the fuck? Yo, what the fuck, Mann? Was ist das? Ja, war einfach schlecht, Digga. Ich was kann halt nichts anderes sagen. Ich war gerade absolut nicht fähig zu zeichnen, irgendwie dieser Punkt. Digga, das ist doch nicht normal. Morgen, wunder, 15 Grad. Ja, geil, okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Tschüssi. Ciao.